Willkommen zum Gausthaus, zum Gausthaus, genau. Gausthaus. Das letzte wohl in diesem Spiel. Vielleicht gibt es noch welche, wo ich einen zweiten Ausgang finden muss. Und das wird hier wohl jetzt auch das letzte Video vermuten. Oh, warum habe ich das gemacht? So ein Mist. Das letzte Video. Dumme Blasen. Das letzte Video mit den normalen Ausgängen. Oh, das ist interessant hier. Danach gibt es noch die zweiten Ausgänge und dann noch die Sternenwelt. Werde ich jetzt eh nicht schaffen. Ich habe den Stern auf der falschen Seite gehabt. Ich muss nämlich die letzte Tür meines Wissens erwischen. Die ich somit nicht erreicht habe. Jetzt kann ich das Ganze nochmal machen wahrscheinlich. Nein, ich krieg den normalen Ausgang. Schön. 20 ist okay, da kann ich mit leben. Ich bin ja keiner, der nach Idealen strebt. Nach Perfektion angelt. Und sich daran aufgehält. So, es gibt auf jeden Fall hier noch einen zweiten Ausgang. Also dieses Geisterhaus werden wir nochmal sehen, auch wenn es dann nur nach oben führt. Und da komme ich dann eh dann noch hin. Endlich mal ein Level mit nur einem Ausgang wieder. Schön. Das sieht auch ganz schön aus, aber es ist nicht gerade leicht, weil da dumme Kaiserplattformen warten. Zack, endlich wieder. Also eine Feder kann man hier sehr gut gebrauchen. Die ist sehr wichtig für den Erfolg. Wenn man nicht den Skill hat, es klein oder ohne schwebende Effekte zu schaffen. Ja, das war fast geplant, aber nein. Wieso habe ich eine Blume gehabt? Ich dachte, ich hätte zwei Federn. Was soll der Scheiß? Ah. Ich hätte die Feder davor nehmen müssen. Genau, jetzt weiß ich meinen Fehler. Ich wollte eigentlich auf seinen Kopf. Der hat so große Augen. Eigentlich kann man die nur treffen, wenn man drauf springt. Ja, irgendwie hat er mich jetzt noch mit seiner Schnauze erwischt. So, ich glaube, ich kann einfach durchschwitzen. Ein Auge muss man dafür haben, ein Auge muss man haben. So, jetzt habe ich natürlich den Spaß, dass ich das ohne Fehler machen darf. Ja, und schon sehen wir, was daraus passiert. Mit der Feder kann man nicht auf so einer Kante halten, aber ohne macht die Schwerkraft einen Strich durch die Rechnung. Und nicht einen guten Strich, also dass man die Rechnung nicht bezahlen muss. Dagegen hat ja keiner was. Hoppala. Alter, er ist so sensibel an Lenkung, das ist so ungewohnt. Ich bin so Super Mario Bros. 3 gewohnt. Da rutscht er immer so viel und reagiert kaum auf die Tastenanschläge. Ich glaube, wenn ich das eine Weile spielen würde, wäre ich hier echt voll der Pro. Allein, weil ich diese Mechanik aus dem Dreierspiel gewohnt bin, wo es halt viel schwieriger war. Ja, super. Komm ich da hin? Dankeschön. Bringt mir auch nichts, ich brauche eine Feder, die ist viel cooler. Dann ist man Superman. Sterb. Stirb. Sterben sollst du, Sterber. Zack. Lip, dip, dip. Ich überspringe ihn einfach in. Da war der Todesmut doch zu groß. Ich wollte eigentlich sagen, da war. Die Lust zu groß, ihn zu töten, nicht mein eigener Todesmut. Aber hat ja gepasst. Ich hab noch 13 Leben, kein Ding zur Beunruhigung, also kein Grund zum Dingen. Geh einfach auf die nächste Plattform. Mit einem großen Hüpf, mit einem langgezogenen Ü. Plattformen sind das nämlich. Hat jede Firma. Wenn ich oben bleibe, kriege ich ein Leben. Und ein Banzerbill ins Gesicht. Komm, ich will das Leben. Wo ist der Banzerbill? Da ist der Fucker. Der Mario-Fucker. Boah, ich hab vergessen, dass die Plattform abstürzt. Boah. Mein Herz. Bonusspiel. Bonusspiel. Hab ich schon gesagt, aber Bonusspiel. Herrlich. So, Stern, bitte. Ich will mal 9 Sterne. Ich hab noch nie 9 Sterne. Wäre so schön. Ja, fick dich. Wieso kommen da jetzt Pilze? Alter! 2 Leben, mir noch egal. Da springt man eine Millisekunde anders und schon kommt da was anderes raus. Das gibt's doch nicht. Hat sich den Scheißen ausgedacht. Valley of Bowser Fear. Ah, er schmeißt mit Gesteinsbrocken. Dieser Digger oder wie er heißt. Salopp, balopp. Dumm, dass diese Plattform einfach mal absäuft.
Sie könnte ja wieder hochkommen, denn wenn kein Gewicht mehr drauf ist, dann hat die Lava eben schon. Wir wollen jetzt nicht mit Physik anfangen. Aber Lava ist schwerer als Luft, ne? Das weiß man. Hüpf! Und sie erhitzt auch viel schneller. Hüpf! Zack! Wieso fliegt er da weg? Was hat er dagegen, ein kleines Lavabad zu nehmen? Er will mir es lieber gönnen. Er ist einfach so nett und zuvorkommend. Das habe ich schon wieder vergessen, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Ich vergesse es jedes Mal. Aber ich denke, nach diesem Level reicht das. Eigentlich wollte ich ja bis zu das Schloss machen und bis. Ja, stimmt. Ja, genau daran halte ich mich jetzt, egal wie lang das Video wird. Wenn ich halt zu schlecht bin, dann bin ich halt zu schlecht. Da muss ich einmal mal in den Kuppel reinspringen, muss ich gar nicht geil. Da könnte ich mir noch eine Feder holen. Das lasse ich jetzt aber mal sein, weil ich keinen Bock habe, diesen Part nochmal zu machen. Yoshi! Den brauche ich für den geheimen Ausgang, aber. Den muss ich jetzt noch gar nicht unbedingt machen, nur wenn ich möchte. Wenn ich Yoshi so weit mitkriege, dann mache ich ihn natürlich zuerst, weil das nämlich gar nicht so leicht ist. So, da ist direkt die Plattform, ich wusste es. Ja, das ist immer so schön getimed. Ist total Absicht alles. Man kann nichts dagegen tun. Man kann es nur anders machen, aber es ist halt nicht geplant. Hüpf, sterb. Hüpf, zack. Boah, Feder, wie geil. Auf jeden Fall habe ich Yoshi verloren. Das ist schon mal sehr traurig. Beim nächsten Mal muss ich mir halt die Feder holen, wenn ich Yoshi habe. Und dann kann ich das den geilen Ausgang machen. Jetzt muss ich erstmal den normalen. Jetzt muss ich erstmal normal sterben, damit ich das nochmal machen darf. Nicht so leicht das Level, das muss man ja sagen. Ist halt eins der letzten regulären. Das ist da ja natürlich klar, dass es ein bisschen was zu bieten haben muss, zu bieten haben werden tun. Wieso nehme ich den Pilz nicht, wollte ich sagen. Das hat mich jetzt so aus der Fassung gebracht. Ich muss aufpassen mit dem Leben. Eigentlich hatte ich ja über 20, 30 und dann habe ich einfach das Spiel beendet ohne Save State und das war ein Fehler. Da habe ich nämlich alles verloren. So was macht man nicht. Man macht immer ein Save State. Irre, nicht springen. Den kriege ich, den kriege ich. Dankeschön, ich habe schon Schiss gehabt, der kommt nicht richtig an. So direkt vor der Nase. Oh, tschüss, ich nehme Lavabad. Spring schon daher. Dann bin ich auch tot. So. Haha. Bin stärker als du. Bin stärker als wie du. Hör auf, dich so aufzuführen. So einfach nicht fliegen, sonst kriegt man Angst. Also sonst traut man sich zu viel zu und dann fliegt man in die Lava. Das meinte ich. Warum kann ich dann nur einen Drehsprung drauf machen, ne? Unten dann geht's nicht, auf keinen Fall. Vielleicht kann man da was mit der Feder reißen. Boah, jetzt hört er gar nicht mehr auf. Doch. Danke. Ich dachte schon, was soll der Scheiß? Ich muss hier weg! Ah, da ist sogar im Ausgang, egal. 50! Ich meine natürlich 100 Münzen, 100 Punkte. Egal. Normaler Ausgang. Zufriedenstellend. Nicht zu viel Leben verloren. Kommen wir zum letzten Schloss und das letzte Level in diesem Video. Mal gucken, ob ich Larrys Castle direkt auf Anhieb schaffe. Wahrscheinlich. Oh, wieso geht's nicht los? Gut, hier kann man natürlich einiges überspringen, indem man sich auf irgendwelche Blöcke stellt, wo die Schlange später auch nochmal hinkommt. Zum Beispiel hier. Und dann einfach wartet. Das ist zwar ziemlich langweilig, aber verringert das Sterberisiko erheblich. Ich weiß nicht, ob ich es jedes Mal so mache, weil das irgendwann langweilig halt, ne? Ich könnte mir auch jetzt schon den Block da holen. Boah, dass ich das auf Anhieb hingekriegt habe, das ist nicht selbstverständlich für mich. Zug, 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 zug. Ich frage mich ja, warum manche so schlechten Mario sind, die das immer wieder spielen. Ich spiele es eigentlich nie und naja, man will ja nicht arrogant sein. Aber manche sind einfach ein bisschen game-affiner als andere, sagen wir es mal so. Prinzipiell. Also egal was für ein Spiel, man ist einfach. Man kann es schneller lernen. Manche wollen es auch gar nicht lernen, das ist es vielleicht. Manche haben einfach nur ein schlechtes Gamepad. Und manchmal liegt es auch echt am Spiel und das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. So. Auf jeden Fall, wenn man Videos allein sieht, ohne es gespielt zu haben, dann hilft das schon um einiges, wenn man halt das Level schon kennt, zum Beispiel wie ich. Nie gespielt, aber man sieht, ich hab's drauf. Naja. Naja, wir wollen ja jetzt nicht hier mit einem PlayStation-Zeichen beschossen werden. Ich glaube, es ist sogar ganz gut,
Gut, dass ich klein bin, wollte ich gesagt haben. Feder oder klein, dann kommt man am besten hier durch. Feder natürlich am allerbesten. So, war da ein Mittelpunkt? Bitte, 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 bitte? Nein, war da nicht. Das ist halt das Problem an diesem fucking Schloss. Oder Turm oder was auch immer das gerade war. Wenn das wieder klappt. Ah! Gut, danke. Okay. Ich bin da so froh, wenn das klappt. Das hat nicht mehr geklappt auf Anhieb. Das nicht. Das hat schon wieder nicht geklappt. Das habe ich gemeint. Ich hätte nämlich gleich gedacht, dass es so abläuft. Das war einfach ein Glücksstoßer. Kopfstoßer, Körper. Der richtige Stoß zum Ziel. Zum Pilzhöhepunkt. Der Höhepunkt der Drogen. Die Drogen sind immer an höher gelegenen Orten. Habe ich ja gerade rechtzeitig erwischt, da kommt schon die Schlange. Dauert gar nicht so lange. Bin klein, ich bin klein. Tut mir nichts. Boah, immer so knapp. So, wenn ich mich auf den Block jetzt stellen kann, kann ich auch einfach warten auf das Ding. Ich probiere es mal aus. Wenn ich Pech habe, ist es so weit rechts, dass ich nicht mehr rankomme. Das wäre witzig. Das wäre total witzig. Mal gucken. Ich kann das ja noch. Und da kommt schon. Boah, wie schnell geht das? Ich dachte immer, das dauert ewig. Das, Alter, wenn man selbst aufnimmt, dann geht es ruckzuck sowas. Ja. Jetzt wollen wir das Ganze in Ruhe zu Ende bringen. Aha, du mit deinem PlayStation-Zeichen. Kannst mir gar nichts. Das war natürlich jetzt nicht so klug. Den kann man töten, aber den nicht. Du weißt genau, wen ich meine. Jetzt muss ich natürlich halt auf den anderen Typen warten. Und der muss halt so schießen. Was hat er sich jetzt da links eben bei eigentlich porten wollen? Ups. Nicht gut, nicht gut. Jetzt nervt er wieder nur. Ich muss ihn umbringen. Immer ins selbe Loch. Das kann nicht wahr sein. Wenn dieser Drybones nicht wäre, könnte ich ein bisschen versuchen, da reinzukommen, aber. Ah! Dieser Drybones. Trierbones. Knochen trocken. Ha, danke schön, war ja gar nicht so schwer. Ich glaube, gleich kommt nochmal so eine Stelle. Und das ist gar nicht gut, denn ich habe nicht mehr viel Zeit. Hilfe! Zum Glück habe ich diese mal nicht getötet, die wollen es nämlich immer direkt. Boah, das ist ein bisschen zu hoch. Sorry, da komme ich nicht dran. Dann sterbe ich am Boss wegen der Zeit wahrscheinlich. Ha, danke. Ich kann inzwischen mit dem umgehen. Beim Together-Projekt war ich noch ziemlich von dem, von seiner Gnade abhängig, wenn man es mal so sagen. Von seiner Inkompetenz an Schieß-Skills, sagen wir es mal so. Bin vielleicht noch ein bisschen besser. Oh, den Iggy kennen wir doch, oder der ist anders, ja, aber. Es ist dasselbe wie Iggy eigentlich. So, jetzt warten wir ein Stück. Boah, diese Feuerbälle sind hier gefährlich geworden. Aber die gab's da noch nicht. Boah, guckt euch mal die Zeit an. Und ich hab nur noch einen kleinen. Huhuhu. Jetzt kein Feuerball, bitte. Dankeschön. 13 Sekunden, wow. Selten sowas Knappes gehabt. In diesem, das Spiel noch gar nicht. Ja, es war sehr erfolgreich. Ich bin erfreut. Thank you! Haha, ich wusste, was da steht. So, was machst du jetzt? Boah, ist der stark. Wo ist dein Cape, Junge? Wo ist dein Cape, Superman? Mario hat defeated. Er hat das Defekt von Larry Cooper aufgedeckt. Haha. So, toter Stuhl will jetzt gerettet werden und den holen wir jetzt. Das aber dann im nächsten Video nicht, denn irgendwann, denn wir werden jetzt erstmal alle Level durchgehen. Von Anfang an und die fehlenden Level machen, dann die Sternenwelt, da ist irgendwie ein Geist oben. Was ist das denn für ein Vieh? Kenn ich nicht. Und irgendwann ganz am Ende dann kommt Bowsers Schloss hier, das dauert noch sehr, sehr lange. Ich könnte auch von hinten zurückgehen, ne? Na gut, dann geht's hier erstmal weiter in der letzten Welt und zurück. Immer Stück für Stück zurück. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.